Hallo liebe Orchideenfreunde, ihr seid heute wieder auf dem Kanal vom Berliner Jung. Heute geht es um das Thema Wasser und da scheint ja für viele immer die Frage zu sein, warum benutzt man denn verschiedene Wasser bzw. warum nutzen denn die Züchter verschiedene Wasser? Eigentlich eine ganz einfache Frage. Wir haben zu Hause, wenn wir den Wasserhahn aufdrehen, Leitungswasser. Ich benutze für meinen Teil zur Hälfte oft stilles Mineralwasser, dazu Regenwasser und destilliertes Wasser. Warum so viele Arten von Wasser und warum spricht man dann darüber? Eigentlich auch eine einfache Sache, weil alle Wässer haben so ihre Eigenschaften. Fangen wir mit dem destillierten Wasser an. Destillierte Wasser ist das reinste Wasser, was man so bekommen kann. Mineralstoff und frei. Und wenn wir das destillierte Wasser jetzt hier vorne mal nehmen und mit einem Mikrosiemens-Messer überprüfen, welchen Leitwert wir denn hier im destillierten Wasser vorfinden werden, sollte dieser nicht höher als 6 sein. Hier bei diesem destillierten Wasser ist er bei 5. Als zweites nutzen ja viele und ich auch Regenwasser. Und den Unterschied zum destillierten Wasser können wir sehen, hat einen Leitwert von 6 bei mir hier, das Regenwasser. Na, 7 kommt es jetzt. Also sehr, sehr weiches Wasser. Als drittes das stille Mineralwasser. Ist ja schon nach der Lebensmittelverordnung vorgegeben, welche mineralischen Stoffe nur noch drin sein dürfen. Und ohne Kohlensäure natürlich. Die brauchen wir natürlich als Gießwasser überhaupt gar nicht. Und wenn wir das jetzt messbar überprüfen, erhalten wir hier einen Siemens-Wert von 190. Und wenn wir jetzt dazu das Leitungswasser überprüfen, auf den Siemens-Leitwert erhalten wir hier im Berliner Stadtwasser 845. Ein sehr hartes Wasser und eigentlich für die Orchideen nicht geeignet. Da hilft auch nicht abkochen, da hilft auch nicht ein, zwei Tage stehen lassen, denn Siemens Leitwert wird fast unverändert in diesem Bereich bleiben. Warum machen sich nun viele so viel Mühe mit Wasser und warum gibt es dafür so viele Diskussionen? Ja, wenn das normale Leitungswasser in Ordnung wäre und die Pflanzen das vertragen würden, dann brauchten wir diese anderen Mixturen gar nicht. Also kommt noch ein zweites Thema dazu und das ist das Aufdüngen. Das Aufdüngen von destilliertem Wasser, Regenwasser oder stillem Mineralwasser. Alle Orchideen haben einen anderen Anspruch auf Dünger. Die einen brauchen ein bisschen mehr, die anderen brauchen ein bisschen weniger. Und wenn ich jetzt hier so ein Mikrosiemens-Messgerät habe, so wie ich das hier habe, und überprüfen kann, welchen Leitwert ich aus dem Wasser erhalte und jetzt aufdüngen möchte und mir dazu diese Tabelle hier dazu nehme, dann kann ich sehen, welche Orchidee welch einen Leitwert so ungefähr zur Verfügung braucht, um eben gut zu gedeihen und zu blühen. Dann sind das alles nur Richtwerte. Man muss sich da jetzt nicht auf den Zehntel ungefähr konzentrieren, sondern man hat so eine kleine Handhabung und einen kleinen Richtwert. Welche Orchidee verträgt denn welche Aufdüngung? Und das mache ich euch heute dann auch mal vor.
Und da würde ich beginnen mit destilliertem Wasser. Ich lasse mal die Tabelle hier liegen. Wir nehmen uns das destillierte Wasser vor. Wir haben ja gesehen, destilliertes Wasser mit einem Richtwert von 5 Mikrosiemens ist also total fein, aber hat den Nachteil, man könnte damit das Terrarium oder die Pflanzen besprühen, damit man Luftfeuchtigkeit erhält, aber mineralische und pflanzliche Stoffe, die die Orchidee braucht, bekommt sie natürlich mit destilliertem Wasser nicht. Deshalb eignet sich destilliertes Wasser aber, um guten Dünger, so wie ich sehe, ich habe hier mal 3 verschiedene Beispiele, die ich benutze. Das ist einmal A, Pflanzendünger aus dem Baumarkt, B, Mehrzweckdünger aus dem guten Möbelhaus und ein Profi-Orchideendünger aus dem Internet. Den scheint es so nicht zu kaufen zu geben. Ich habe ihn auch noch nirgendwo anders gefunden. So, wie mache ich das? Ich bereite mir eigentlich immer also so ein kleines Gefäß vor, fülle dort meinen Dünger ein. Habe mir hier solch eine kleine Spritze besorgt, ziehe mir da 1-2 Milliliter auf oder ein paar Tropfen reichen ja hier für die Überprüfung, warum es so wichtig ist, dass wir hier unterschiedliche Wässer haben und wie das mit den Pflanzen zusammen im Zusammenhang steht. So, ich fange jetzt hier mal vorsichtig an. Zwei Tropfen hier reinzugeben. Und kann jetzt wieder mit dem Messgerät überprüfen. Mikrosiemens kann ich jetzt hier ablesen und dann kann ich wieder auf meinem Plan nachsehen. 350 Mikrosiemens eignen sich gut zum Düngen für Phalaenopsis und Zygopetalum und für Dendrobium, Epidendrum, Odontoglossum, Oncidium und Paphiopeliums. Müsste ich jetzt mein destilliertes Wasser wieder schneiden, das heißt so lange destilliertes Wasser eingeben, bis ich wieder eine Mikrosiemens nach diesen Leitlinien hier vorfinde. So, und das gleiche funktioniert natürlich bei Regenwasser auch. Heute habe ich Glück, dass das Regenwasser eigentlich sehr, sehr wenig Mineralstoffe enthält, also auch ein sehr weiches Wasser heute ist, mit einem Mikrosiemenswert von 8, kann ich also hier auch gut aufdüngen. Das heißt, hier werde ich also nur einen Tropfen einfüllen. Wieder abmessen. 145 Mikrosiemens und dann kann ich auf meiner Tabelle wieder nachschauen. Das wäre jetzt die richtige Düngerlösung für Oncidien und Odontoglossum. Und so kann man das immer weitermachen beim stillen Mineralwasser. Habe ich festgestellt, dass der Siemenswert oft so um die 145 ist. Hier ist er diesmal bei 200. Das heißt, hier kann ich also ohne Dünger die meisten Pflanzen düngen, ohne dass ich sie überdünge. Denn hier gilt auch beim Düngen, weniger ist mehr.
das Leitungswasser mit dem Siemens-Wert, den wir vorhin abgelesen haben, bei 845, müsste ich eigentlich jetzt mit destilliertem Wasser so weit schneiden, dass ich das ungefähr auf 250 bis 300 Mikrosiemens bekomme. Ja, warum macht man sich nun die Arbeit, das so penibel abzumessen? Dafür gibt es eigentlich nur einen Grund. Die Orchideenwurzel verträgt eben nicht zu hartes Wasser wie Leitungswasser. Hier ist einfach viel zu viel Kalk drin, hier sind zu viel Mineralstoffe drin, die nicht jede Orchidee verarbeiten kann. Und das Ergebnis sind dann eben braune, verschrumpelte Wurzeln, die eben nicht Nährstoffe mehr aufnehmen können. Und die Nährstoffe, die wir vom Dünger in das Wasser eigentlich eingeben wollen, um die Pflanzen zu düngen, können wir nicht mehr geben, weil eben in Leitungswasser, weil das schon so hart ist, dass ich das, wenn ich da jetzt noch Mineralstoffe hinzufüge, das so hart wird, dass also das von den Orchideen nicht mehr verarbeitet wird. Wie gesagt, die Wurzeln schrumpeln dann ein und ich kann das mal an einer Pflanze zeigen, die mal so gegossen wurde, gesagt wurde, ja, ich gieße nur mit Leitungswasser, dann haben wir dann solch einen Problemfall, dass eben die Wurzeln nicht schön silbrig sind, sondern dass die hier verschrumpeln und auch der Inhalt, also dieses Substrat, was hier vorher drin gewesen ist, war auch nicht dazu geeignet, um diese Phalaenopsis ordentlich zum Leben zu erwecken. Erst das neue Substrat, das ich hier eingefüllt habe, und man sieht, dass also hier noch genug Feuchtigkeit drin ist. Bei mir werden die nicht so oft gegossen und wenn, dann nur mit destilliertem Wasser besprüht. Und dann haben sie immer genug Feuchtigkeit drin. Und man sieht ja, die hat sich also wunderbar erholt. Die Blätter, als ich sie bekommen habe, lagen hier flach über den Topf und haben sich jetzt langsam wieder angehoben. Das heißt, das etwas trocknere Halten einer Phalaenopsis führt eben dazu, dass die Blätter wieder wachsartiger werden und sich von Topf über 45, 90 Grad und höher erheben. Daran kann man dann erkennen, dass die Phalaenopsis sich wohlfühlt und, wie sie dann hier zeigt, dann auch einen Blütentrieb hervorbringt. Dauert natürlich alles eine Weile und auch diese Wurzeln sind deshalb nicht ganz verloren. Wenn ich sie befeuchte, werden sie noch dunkler und im Topf sind noch genügend neue Wurzelspitzen entstanden, die also noch grün werden und diese Pflanze ausreichend versorgen. Ja, das soll es erstmal heute zum Thema Wasser gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein wenig Anleitung geben. Zusammenfassend kann ich also nur sagen, Leitungswasser würde ich nicht empfehlen, weil viel zu hart, viel zu mineralisch. Kann, wenn ich jetzt hier noch Dünger dazu gebe, würde ich da also zu viel Mineral und Harnstoffe reinbringen. Und das ist also für die Wurzeln, ob das jetzt eine Phalaenopsis, eine Oncidium oder eine Paphiopedium ist, die vertragen das also halt nicht. Da gehen also die Wurzeln nach längerer Zeit einfach mal kaputt. Stilles Mineralwasser eignet sich eigentlich zum Gießen einmal wöchentlich, wenn nicht gedüngt wird, weil hier schon Mineralstoffe von Hause aus drin sind, Feuchtigkeit bietet. Das ja genauso wie alle anderen Wasser und ist für mich eigentlich mit das beste Wasser zum Gießen einmal in der Woche. Regenwasser sammle ich auch bei mir draußen auf der Terrasse in solchen Behältern hier, in dem auch destilliertes Wasser ist. Hier fülle ich mein Regenwasser ab, wird vorher gesiebt und gefiltert.
und dann erhalte ich schön weiches Regenwasser, was meistens so eigentlich einen Siemens-Leitwert von 12 bis 15 hat. Hier hatten wir heute 8, da habe ich Glück. War sehr schön weiches Wasser. Und destilliertes Wasser, wie gesagt, eignet sich zum Besprühen von Terrarien, von Besprühen hier von Orchideen an der Heizungsluft, ohne dass es jetzt Flecken gibt oder sonst irgendwie was. Und destilliertes Wasser lässt sich also auch speziell gut aufdüngen mit den Around-Düngern oder den Baumarktdüngern. Oder wenn man eben eine höhere Düngergabe geben will mit vielen Mineralstoffen, als Anlehnung mit meiner Tabelle, die ich hier zur Verfügung habe, eignet sich destilliertes Wasser dafür am besten. So, wenn es dazu Fragen gibt, könnt ihr mir gerne auf Facebook eine PN schicken oder mir in den Kommentaren hinterlassen, ob euch das geholfen hat, ob ihr damit weiterkommt, ob das jetzt reicht. Wie gesagt, Fragen bitte gerne auf Facebook stellen und dann verabschiede ich mich heute schon und vielen Dank fürs Zusehen.